Zieh bloß niemals die Hosen für sie aus. Du liest meine Gedanken. Hm? Ernsthaft, Alan. Sie ist berühmt dafür, dass sie Anwälten in ihrem Zimmer befiehlt, die Hosen fallen zu lassen. Und die meisten von ihnen gehorchen und tun es. Ich werde meine nur für dich fallen lassen. Du bist so liebevoll und süß. Du wirst immer mehr zum Romantiker, Alan. Oh, darf ich gerade davon sprechen? Meine Güte. Hast du das gewusst? Weiße Rosen sind meine Lieblingsblumen. Ich habe mich erkundigt. Sechs? Weißt du, ich habe gerade sechs weiße Rosen verloren. Das ist perfekt. Ich hatte ein Dutzend im Büro. Und sechs verschwanden ganz plötzlich. Und wow. Ich glaube, das ist Schicksal. Du bist der Beste. Sie ist nicht gut für dich. Wieso nicht? Einfach so. Eine Frau weiß solche Dinge. Vertrau mir. Danny, du bist keine Frau. Was auch immer. Ich mag sie nicht. Du bist eifersüchtig. Bin ich nicht. Danny. Das ist es nicht. Aber du wirst jetzt immer zu ihr gehen für all deine Schlafpartys. Nicht alle, ich verspreche's. Und ich mag nicht, dass du diesen Kommi-Terroristen verteidigst. Er ist kein Terrorist. Kannst du nicht einmal für dieses Land sein? Ich bin für dieses Land. Ich liebe dieses Land. Dann sei doch einmal auch für George Bush. Weißt du, damit legst du die Latte ein bisschen zu hoch. Aber ich sag dir was, lad ihn doch zu einem Angelausflug ein. Den Präsidenten? Wieso nicht? Ich glaube, der hat keine Ahnung vom Fischen. Danny, er ist der Führer der freien Welt. Ich denke doch, da müsste er mühelos imstande sein, einen dummen Lachs zu überlisten. Nein? Ich will nicht, dass du nochmal bei dieser Frau schläfst. Und außerdem will ich nicht, dass du mein Land angreifst. Sieh mich nicht an, hör auf. Danny. Ich weiß, du siehst mich an. Ich sagte, hör auf. Fein. Fein.